Liebe Strategiefans, willkommen zurück. So, unser Bruder, der hat sich aber beim letzten Mal geweigert, die Religion, unsere Schatzreligion anzunehmen. Oder er hätte es gemacht, aber er wäre sehr verärgert gewesen, weil er sich nicht mit dem Patriarchen verträgt. Ja, also hier, Shamash, Zuma, Ukin und unser Bruder, die mögen sich nicht. So, aber wir versuchen das jetzt nochmal. Ja. Und wir haben ja eine 75% Chance, dass das einfach klappt ohne Ereignis. So. Dann kommen wir, falls das funktioniert, auch hier auf, glaube genau auf 0, weil wir dann die gleiche Religion haben. Können wir uns ja hier mal anschauen. Wir bekommen sogar eine plus 30. Ja. 20, weil es die Staatsreligion ist, und dann plus 10, weil wir selber auch dem Zoroastrismus angehören. Also dann wären wir bei unserem Bruder bei plus 10. So. Dann. Hier. Dieser Bogenschütze. Die Miliz, die bleibt erstmal da stehen. Ja, falls er den finalen Hit landen kann. Dann haben wir hier noch einen Axtkämpfer. Der ist natürlich, der ist gefährlich. Er würde beim Streitwagen 2,5 Balken Schaden machen. Und hier die Bogenschützen, die sind natürlich extrem mobil. Ja. Mal da reingehen. Wir könnten jetzt hier angreifen. Wir haben auf Wald plus 50% gegen Fernkämpfer. Wenn die uns dann aber zu dritt angreifen oder zu viert sogar, dann werden wir uns trotzdem rausnehmen können. Ja, der Streitwagen alleine wird es schon schaffen. Wir heilen einmal. Ja. Ja. So, aus der Nähe haben wir 2 Balkenschaden. Jetzt 2,5 Balken. Und 3,5 Balken. Ich denke, also was habe ich gesagt? 2, 2,5. Plus 3,5, also 6, 8. Ja, fehlen also noch 2 Balken. Miliz würde einen Balken Schaden machen. Würde immer noch einen Balken fehlen. Reißig Befehlspunkte. Das sind 1,5 Balken, aber wir bräuchten 11 Befehlspunkte, um hinzukommen. Und dann nochmal angreifen. 12 Befehlspunkte. Ja, würden wir in der Runde nicht mehr viel anderes machen, außer den Bogenschützen rauszunehmen. Aber der Bogenschütze ist natürlich auch, der ist voll aufgewertet und hat einen General dabei. Das wäre schon echt gut. Und wir hätten den Scholder halt auch an der Front. Ich kann das hier übrigens mal zuklappen. Ja. Im Streitwagen. Ganze beenden, dann würde der auf dem Hügel stehen. Zwei Befehlspunkte für den Streitwagen.
Okay. Der Schleuderer hier, der hat den Vorteil, dass er auch aus der Distanz mit vollem Schaden angreifen kann. Der bewegt sich jetzt einfach mal nur dahin und greift hier an. So. Der Schleuderer geht nach da oben und greift hier an. Dann stellen wir den Streitwagen schon einmal dahin. Er kann uns zwei Balken. Oh. Okay. Also wir brauchen die Miliz. Einmarsch aktiviert. Ja genau, da fehlt ein halber Balken. Können wir uns noch überlegen, möchten wir, dass der Streitwagen dann in der Mitte stehen bleibt oder möchten wir, dass er nach vorne geht? Möchte, dass er da stehen bleibt. Dann greifen wir erst mit dem Streitwagen an. Und dann mit der Miliz. So. Zwei Befehlspunkte zurückbekommen und den Kultur in Assur. Noch 11 Befehlspunkte. Hm. Könnten unserem Bruder auch noch einen Job geben. Minus 1 Unzufriedenheit und minus 0,6 Wachstum pro Stadt. Minus 1 Unzufriedenheit ist natürlich super. Verärgert, minus 50%. Ja, der wäre dann nicht mehr verärgert. Also die Effekte würden sich dann verdoppeln. Und als Stadtkapital zwei Befehlspunkte. Oder halt irgendwo als General kann er, glaube ich, noch fungieren. Da können wir ihn natürlich nicht mehr zuweisen. Ja, unser Bruder. 20 ansehen. Dann hätten wir schon 0 erreicht. Minus 1% Angriffsstärke, plus 3% Verteidigung. Und dann nochmal plus 15% Angriffsstärke. Die minus 5% dann mit Verärgerung, die fallen weg. Ja, dann machen wir das doch. Erst bewegen. Wir haben ja noch Befehlspunkte über. General hinzufügen. So. Plus 0, nicht mehr verärgert. Sehr gut. Dann Events.
der Manichäismus begründet. Zwar hat der Zoroastrismus weiterhin Einfluss in Assyrien, doch es ist nicht mehr die einzige Religion. Die Verbreitung des Zoroastrismus und des Christentums führte zur Entstehung einer neuen Religion. Die Anhänger dieser Religion des Lichts folgen den Lehren des Propheten Mani, die auf den Ideen älterer Glaubensrichtungen aufbauen und suchen daher die Wahrheit im Dualismus der reinen Gedankenwelt und der sündigen materiellen Welt. Eure Berater warnen euch. Eine zweite Religion könnte... Na okay, so. Minus 20 beim Zoroastrismus. Jünger des Manichäismus erhalten. Ich denke mal, das machen wir. Boah. Jawohl. So. Ein feuriger Ritt. Ihr seid nach Peteria eingeladen worden, um am großen Fest zu Ehren der Göttin der Jagd teilzunehmen. Die Reiter werden in der Dunkelheit der Nacht über einen tückischen Pass reiten und dabei Fackeln weitergeben. Dies ist der erste Wettbewerb dieser Art in der Stadt und sie möchten, dass ihr als Ehrengast teilnehmt. Begutachtet die Reiter und ihre Rösser und schließt dann eure Wette ab. Ja, wieder rein machtpolitisch. Okay. Die gehören nicht zu irgendwelchen Familien diesmal. Wir sind leider nicht Familienliebhaber. Sonst könnten wir hier noch einen Charisma abstauben. Also, wir könnten setzen auf Sibbat, Donnerkopf, Isso Azur, Phoenix oder Ildash, Froschmaul. Oder wir wetten nicht. 20 Erfahrungspunkte. Ja, okay. Wir wetten auf das Froschmaul. Ildash. Der Außenseiter des Rennens. Ich würde ihn aber nicht abschreiben. Euer Pferd und euer Reiter konnten das Rennen beim großen Fest für sich entscheiden. Es ist an der Zeit, euren Preis einzufordern. Ihr habt schon immer Glück im Leben. Plus 1880 Geld. Okay. Sehr gut. Also versechsfacht praktisch. Herzog Basaya glaubt, eine Hochsynode mit den religiösen Oberhäuptern des Zoroastrismus könnte für religiöse Eintracht sorgen. Sollen wir seinen Plan genehmigen, Kontakt zu den Ältesten des Judentums aufzunehmen? Was denn jetzt? Zoroastrismus oder? Also, beim Judentum haben wir ja noch minus 23 Ansehen. Die Hochsynode gibt, glaube ich, plus 40 Ansehen, wenn sie erfolgreich ist. Okay, Hochsynode beginnen und zwar umsonst. Ja, dann sehr gerne. Normalerweise kostet die halt. So. Wir haben noch ein paar Befehlspunkte über und bewegen die Einheiten ruhig nach unten. Alter, alles sehr teuer. Na gut, so. Schrein des Samas abgeschlossen, plus 0,5 Befehlspunkte. Odeon. Da oben plus 3,6. Weil da ein Weiler angrenzt, denke ich. Na gut. Bin schon mal dahin bewegt.
Und dann war es das auch schon wieder. Ja, der Eilmarsch, der war teuer. Okay. Nichtland, 74 Befehlspunkte, Wahnsinn. Die Römer machen auch immer mit. Obwohl. Unser Krieger wurde leider aufgerieben. Oha! Ich mache das mal ein bisschen schneller. Bin ich von Griechenland gestorben? Der neue König ist uns gegenüber verärgert, minus 20. Neues Oberhaupt vom Christentum verärgert, minus 60. Einer ist konvertiert. Sie verliert einen Mut. Nochmal eine Konvertierung. Ja, Konvertierung, Konvertierung. Und die Familie ist im assyrischen Heidentum beigetreten. Und zufrieden auf misstrauisch. Das ist natürlich schlecht. Okay. Und Positbogen beendet. Wir können jetzt selber Bogenschützen ausheben. Und Fallgatter wird benötigt für Spionagemeister. Speerkämpfer. Antikavallerie. Ein Sägewerk wäre natürlich auch super. Das werde ich mal Holz kriegen. Ja. So. Dichter Ältester abgeschlossen. Wir haben 39 Befehlspunkte. Schauen mal, ob wir unsere ja, Felder können wir nicht kaufen. Dass wir unsere Schleuderer zu Bogenschützen aufgewertet kriegen. Kostet Holz. Ja. Okay, das wird teuer. Aber das lohnt sich natürlich auch. Eventuell vorher bewegen. Können wir sie auch im neutralen Gebiet aufwerten? Einmal hier testen. Da haben wir es nicht zur Auswahl. Und sobald wir in unseren Grenzen sind, können wir verbessern, okay. Ah, jetzt stehen wir hier schon im Wald, das war ganz gut. So, kostet 743,5.
Arbeiter. Können die noch irgendwo was rudern? Ich meine, mit dem bauen wir hier das Odeon. Okay, das ist klar. Tempel abgeschlossen, sehr gut. Was habe ich hier falsch gemacht? Tempel des Salomon. Kann ich dann eine andere Religion angrenzen? Ach. Na sowas. So lernt man dazu. Aber wir können dort ein Kloster bauen. Ein jüdisches. So, also. Holz war das Thema. Dreimal Holz nebeneinander. Können wir in der nächsten Runde weitermachen. So. Er kann hier den Tempel bauen. Ja, der baut einfach den Tempel, ja. So, und da oben haben wir noch ganz viel Wälder. 20. Plus 40. Plus 60. So. Ja, wenn wir hier den Schrein bauen, dann kriegen wir sogar noch mehr Felder dazu. Oder einfach. Ah, okay. Erst einmal hier Bäume entfernen. So. Und was bauen wir da? Steinbruch plus 8, da erweitern sich die Grenzen auch. Ja. Okay. Da haben wir drei Wälder. Wir hatten hier die Mine gebaut. Dann können wir hier ja, Edelsteine bekommen. Können wir schon mal einreihen. So. Das kostet auch alles ziemlich viele Befehlspunkte. Aber wir haben jetzt schon mal, ja, 120 Holz. Für einen Bogenschützen reicht das schon mal. So.
Ja, ist halt viel stärker. Eine Reichweite dazu bekommen. Eine Grundstärke mehr. Okay, einmal dahin. Das geht auch außerhalb der eigenen Grenzen. Ja. Na gut. Okay. Dann haben wir hier die Möglichkeit, den Manichäismus in Assur zu verbreiten. Machen wir. Möchten hier die Einheiten heilen. Streitwagen auf jeden Fall auch. Events. König Machatas, der Neue von Griechenland. Aus dem Ausland kommt die Nachricht, dass der Herrscher der Nation von Griechenland tot ist. Er wurde von einem verärgerten Berater getötet. König Machatas der Neue regiert jetzt Griechenland. Nach dem Tod von Balakros wurde er sofort vom Adel und den Generälen als König ausgerufen. Nun, da der Thron gesichert ist, steht Machatas bereit, Griechen anzuführen. Ja. Bei Griechenland generell minus 20, bei ihm minus 50. Ja, er ist neidisch auf unseren bedeutsameren Beinamen. Und wir sind sogar jünger als er und haben schon mehr erreicht. Ah. 20 Erfahrungspunkte. Prahlender Erbe. Die Königsfamilie Griechenlands besucht den Hof. Während eines Gelages prahlt Herzog Lysimachos zur Überraschung aller, was für ein besserer Herrscher er eines Tages sein wird. Oha. Der zweite in der Erbfolge. Alter 15. Ah. König Machatas, der Neue von Griechenland, tadelt ihn für die Dreistigkeit und sucht bei uns Unterstützung. Was sagen wir? Ja, wir würden dann zu dem König halten. Der ist auch noch recht jung. Oder wir sind charmant. Da können wir sagen, ihr herrscht gut und Herzog Lysimachos wird es euch eines Tages gleich tun. Dann kriegen wir bei gleichen plus 20 Ansehen. Ja, machen wir das. Nutzen wir unsere Spezialfähigkeit aus. Das Feuer der Feuer. Der Tradition folgend wird das heilige Feuer der Neuen, ein zoroastrischer Tempel in Isala, aus Glutstücken zusammengetragen, die von einem Angehörigen jeder sozialen Klasse gespendet werden und aus deren Herdfeuern stammen. Patriarch Shamash Sumaukin der Jüngere hat vorgeschlagen, dass ihr Glutstücke aus dem Palast spenden könntet. Diese symbolische Geste würde dem Volk gefallen, euch jedoch auch mit den anderen Spendern in Verbindung bringen. Als Event oder als Ereignis, dass der zoroastrische Tempel fertiggestellt wurde. Spenden, da würden wir uns bei den Patriarchen einschmeicheln, minus 2 Legitimität oder verweigern. Dann wäre der Patriarch enttäuscht, aber plus 2 Legitimität. Um sie geht's da gerade gar nicht. Geht um ihn. Er wäre dann auf 100 wahrscheinlich und wir könnten mit ihm auf religiöse Weise intervenieren. Und wir hätten hier halt nochmal 40 mehr.
Familienoberhäupter gehören alle nicht unserer Staatsreligion an. Könnten sie natürlich konvertieren lassen oder zumindest versuchen, so wie bei unserem Bruder. Ja. Wenn der enttäuscht wäre, dann hätten wir hier nicht mehr plus... Dann wären wir nicht mehr bei über 100. Ja, plus 2 Legitimität. Und er soll dann ruhig enttäuscht sein. Nein, okay. Sowohl die Römer als auch die Babylonier gehören beide dem Zoroastrismus an und die Skythen auch. Ja. Deswegen haben wir uns jetzt auch bei der Religion eingeschmeichelt. So. Kreative Ader, eure Gemahlin möchte ihrer Kreativität freien Lauf lassen und den Palast mit Kunstwerken schmücken. Sollen wir ihr diesen Wunsch erfüllen? Einen talentierten Künstler anheuern. 1270. Hat sie noch gar keinen Job? Doch, sie ist Statthalterin von Karthago, okay. Als Statthalter plus 2 Kultur pro Jahr, pro Kulturstufe. In Karthago wären das dann plus 4 Kultur pro Jahr. Und inspirierend käme hinzu. Ach so, das ist das. Okay. Okay, ja, wir investieren in unsere Ehe. Okay. Ich der Älteste abgeschlossen. Gut, Leute, dann haben wir wieder vieles erlebt und machen hier beim nächsten Mal weiter. Und dann mit Bogenschützen. Bis dann. Bye-bye.